Studieren in Winterthur? Wieso das denn? In diesem Loch, in dieser pseudo-alternativen Pflastersteinwüste, Winti. Das ist doch dort, wo sich Fuchs und Hase noch gegenseitig zum Kaffee einladen und dann danach gemeinsam barfuß in den Ausgang gehen. Da fährt man ja höchstens mal mit dem Zug durch und das auch nur, wenn man muss. Winterthur, das ist dort, wo sich die Aglo noch als Altstadt verkleidet. Wo die Läden noch schön brav um 6:30 schließen. Mir gefällt es sehr gut hier in Winterthur. Es ist eine junge Stadt, alternativ. Es ist nah an Zürich gelegen. Wenn ich weiß, ich fühle mich an einem Ort wohl, dann gehe ich sehr gerne dorthin. Meine Motivation war es, eine Sprache wirklich viel besser zu lernen. Aber trotzdem nicht nur eine, sondern zwei, drei. Hai compagni che sono di madrelingua italiana, altri magari francese, e quindi hai la possibilità ogni giorno di poter parlare fino a 3 lingue straniere diverse. Se ve, pues eso, que existe una gramática, que existe una academia de la lengua. Und dann sitzt man da als eins von 1000 schimmelnden Masthühnern im selben überfüllten Stall. Ich finde, wir sind sehr wenige, gerade wenn man das mit anderen Studiengängen vergleicht. Would you do something similar? Mit den Fremdsprachendozierenden ist man sowieso schon per Du, weil das im Englischen oder auch im Spanischen so gegeben ist. Und von daher ist es eine sehr angenehme, entspannte Atmosphäre. And all of a sudden, if you do, you know, such as transcription, you just suddenly realize, oh, there are so many things, you know. Yeah. Das Spezielle am Unterricht hier ist, dass es sehr praxisbezogen ist. Man erarbeitet Beispiele, man erarbeitet Fälle, man arbeitet zusammen an Projekten. Und überhaupt angewandte Linguistik. Das ist doch nur ein Deckname für die, die vom jahrelangen Wörterbuchblättern schon Hornhaut und fette Schwielen an ihren vergilbten Fingerspitzen haben. Man studiert hier nicht täglich nur Grammatik und Syntax und Satzstellungen. Es geht um viel mehr. Ich fand es sehr interessant, Eventmanagement, Projektmanagement und auch ein bisschen Wirtschaft zu lernen. So, Herr Bächli, das ist unser Labor, wo wir die Maschine testen werden. Wie kommuniziere ich Technik? Wie erkläre ich Technik? Den Knopf sollte er genauer anschauen, damit er weiß, wo er genau drücken soll. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Das hat mich eigentlich auch immer fasziniert. Und selbst wenn, angenommen, man zieht das Ganze dann doch noch durch, lässt sich durch den akademischen Fleischwolf drehen, verkauft seine Seele für ein Stück Papier und hängt sein Diplom dann in irgendeinem dunklen, anonymen Büroraum an die Wand, dann ist das doch immer noch nur der Abschluss von der Fachhochschule. Hat es denn für die Uni nicht gereicht? Ich hatte Respekt, von der Universität an eine Fachhochschule zu kommen, weil ich dachte, dass die Ausbildung nicht ebenbürtig ist. Und ich muss sagen, diese Bedenken konnte die ZHW vollumfänglich ausräumen. Und seither studiere ich auch wieder gerne. Und dann nimmst du die 4 Frames? An der Universität ist es auch doch eine ganz eigene Welt. Hier ist man praktisch schon mit einem Fuß im Beruf. Er redet so schnell. Ja, brutal. Der schwarze Balken ist unser Text. Der muss im hellgrünen Bereich sein. Wenn er im roten Bereich ist, dann ist der Untertitel zu kurz. Aber seien wir doch jetzt mal ehrlich. So richtig lernen kann man eine Fremdsprache doch sowieso nicht. Da muss man mit aufgewachsen sein und blind und im Schlaf hin und her switchen können. Bilang, wie aus der Pistole geschossen. Und was Hänschen nicht spricht, das spricht Hans nimmermehr. Also hau ab, Hans, du monolinguistischer Klugscheißer. Du hast hier nichts verloren, außer vielleicht 3 Jahre deines jungen Lebens. Also ich bin nicht Bilang. Ich habe die Aufnahmeprüfung trotzdem bestanden. Ich denke, es ist einfach wichtig, ein fundiertes Sprachwissen zu haben, das Flair und auch die Passion dafür, und dann ist alles möglich. Allora, per dire, facciamo la visita dell'impresa qui e dopo andiamo nel centro, nella città vecchia per fare. Io il tedesco l'ho imparato in 2 anni e sto imparando anche lo Schweizerdeutsch adesso, quindi non è obbligatorio essere bilingue assolutamente. Ich möchte fragen, wann ist die Fabrikführung eingeplant? Ich finde es sehr toll, dass hier an der Fachhochschule die Möglichkeit besteht, ein Auslandssemester zu machen. Hier wird das wirklich unterstützt und die Studierenden werden auch aufgefordert, diese Möglichkeit wahrzunehmen.
Ich habe mich dann dafür entschlossen, im fünften Semester nach Mailand zu gehen. Ich würde sehr gerne nach Spanien gehen. London, Paris oder Sydney. Und was macht man dann überhaupt mit einem Bachelor of angewandte Sprachen? Außer vielleicht den Master? Da kann man ja gleich Philosophie studieren gehen und hochqualifiziert arbeitslos werden. Nein, ich habe alles nicht mehr, Entschuldigung. Ja.